Bravo, du hast es geschafft, dich als noch größeren Idioten darzustellen, als du sowieso schon warst. Du möchtest uns allen jetzt gerade beweisen, dass du nicht rumgeheult hast, indem du rumgeheult hast und jetzt ein Video als Beweis dafür bekommen hast, dass du in meinen Augen rumgeheult hast. Ich habe nicht gesagt, Martin hat angerufen und hat gesagt, ey Amal, der Bessim hat mich angerufen und hat rumgeheult. Wir wissen alle, er ist dein Bruder, er ist mein Bruder. Und ich habe auch gesagt, nicht weil mir irgendjemand was zu sagen hat oder ich Angst vor irgendjemand habe, aber Martin und Dino sind meine Brüder, wir respektieren uns, die haben uns die Chance gegeben, jetzt die Veranstaltung, dass ich dir auf die Fresse hauen kann, dass du dich nicht mehr versteckst. Deswegen bin ich dafür dankbar, deswegen habe ich doch die Füße stillgehalten in Tschechien, ja, und habe auch dort schon gesagt, ich werde ihn danach nicht in Ruhe lassen, bis er den Kampf annimmt. Und du hast ihn nicht angenommen aus irgendwelchen ehrenhaften Killergründen, sondern weil du keine Wahl hast, okay? Deswegen, du hast recht, dafür, dass du meine Mutter beleidigt hast, wirst du in naher Zeitraum vor meinen Augen stehen und dafür gerade stehen. Wirst wahrscheinlich nicht lange stehen und vor allem nicht mehr gerade, aber du wirst dich dafür hinstellen müssen. Und ich habe auch nicht gesagt, dass du persönlich ein Bild von meiner Tochter gepostet hast, habe ich nie gesagt. Deswegen, du bist sowieso ein Lutscher, der nur lügen kann. Ich habe gesagt, du und deine Community, deine Leute, die für dich in Telegram am Arbeiten sind, deine Leute, die nur dir und dein 4 Toilettenbürsten Dixie-Klo-Style-Kumpel nur folgen und auf eure Anforderungen mir schreiben und private Sachen sagen, die dann ein paar Tage später kommen, komischerweise Sachen posten mit deinen Wörtern. Ich habe gesagt, du und deine Leute habt das Bild meiner Tochter gepostet. Ich habe nicht gesagt, böse Mann in seiner Story hat ein Bild von meiner Tochter gepostet. Lass uns das kurz halten. Ich will dich einfach nur schlagen. Fertig. Ist das so ein Problem? Ist das so ein Problem für einen Mann, ein Mann zu sein? Für mich nicht. Ich habe dir alles angeboten. Auch Pride hast du nicht gesagt. Noch einmal. Ich habe dir gesagt, wir kämpfen nach deinen Regeln. Und laber keine Scheiße. Ja, dann, sonst. Ich bin nicht du. Ich kann jetzt auch Martin sagen, hey Martin, mach mal jetzt ein Video und sag mal, wie das wirklich war. Weil so war das nicht. Das ist rumheulen. Bei richtigen Männern ist das rumheulen. Ja, du bist eine Pussy. Du bist, Wallah, du bist für mich kein Mann. Okay? Aber ich stelle das klar, ich brauche Martin nicht mit reinziehen. Martin ist der Veranstalter, der ein Bruder von uns ist, der sagt, Leute, ihr wollt kämpfen? Kämpft. Punkt. Für mich ist Martin hier raus. Anscheinend kannst du ja nicht für deinen eigenen Arsch selber reden. Ich habe gesagt, können wir auch Dino auch noch dazu holen. Wenn ihr wollt, dass ich jetzt im Mai kämpfe, weil ich verletzt am Bein bin, das weiß jeder, ich bin ja schon verletzt in den Abu-Hamza-Kampf gegangen, weil ich nicht so eine Pussy bin wie du. Ich gehe verletzt, nicht verletzt, wenn es was zu klären gibt, bin ich da. Habe ich gesagt, wenn ihr wollt, dass ich jetzt im Mai kämpfe, ja, was knappe 2-3 Monate noch sind, wovon noch ein Monat Ramadan ist und ich nicht trainieren kann für diesen Kampf, bin ich bereit, ein Striking mit dir zu machen, auf Beinen, mit MMA-Handschuhen. Tu nicht so, als würde sich jemand hinter Boxhandschuhen verstecken. Ich hau dir auch mit Bandagen nur in die Fresse, wenn du willst. Wir können auch, wenn du willst, auf Tampon machen und in Glas reintun. Können wir auch. Wir können auch einen Schwertkampf machen. Ich habe dir gesagt, was ganz Deutschland weiß, ich werde auch gleich ein paar Sachen einblenden von deinen Leuten, mit deinen Kommentaren und von den Sachen, wo ich diese Sachen gesagt habe, weil anscheinend sind wir heutzutage in einer Welt angekommen, wo man alles beweisen muss, kein Problem. Wie bei deinem Video, als du mit dieser, das piepen wir sowieso weg, gelogen hast und mit Koks und mit dies und das, habe ich alles widerlegt. Auch dieses Mal werde ich dir die Unterhose runterziehen und zeigen, wie blank dein Arsch ist. Kein Problem, mache ich. Aber lass doch danach gut sein, Junge. Ist doch okay, Kamerad. Ist doch okay, lass uns das doch wie Männer klären. Du bist doch ein Mann, du hast doch 70 Leute umgemacht. Dann mach doch 78 draus. 77 Leute umgemacht, Entschuldigung. Mach doch 78 draus. Ja, es kommt ja nur einer lebendig raus, dann begrab mich doch im Ring. Nur halt doch endlich deine Fresse, Alter. Ja, lass kämpfen. Lass knacken, Kleiner. Lass er knacken, du. Ciao. Wird. Aus seiner Wut heraus forderte Amar Bösemann mehrmals zu einem Kampf heraus. Dabei betonte er mehrfach, dass es ihm egal sei, um welche Kampfsportart es sich handelt. Stell dich dem Kampf, wenn du ein Mann bist. Ja? Jetzt habe ich es überall gesagt, ganz Deutschland weiß es. Du sagst, keiner traut sich MMA-Kampf. Such aus, wie viele Runden, wie viele Minuten, mit Ellenbogen, mit Kopftritte, was du willst. Nimm an und sei ein Mann. Nach dem letzten Post von Access All Artists, worauf Amar reagierte, blieb Bösemann nichts anderes mehr übrig, als dem Kampf zuzustimmen, besonders aus dem Grund, da nun auch die Öffentlichkeit diesen Kampf sehen möchte. Interessant wird es jedoch bei den Bedingungen, die Bösemann gestellt hat. Du stehst mir gegenüber in einem MMA-Kampf nach Pride-Regeln, okay? Nach Pride-Regeln.
So werden wir zwei kämpfen. Natürlich hat Amar Bösemann in allen Disziplinen herausgefordert. Jedoch...